Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und wir müssen heute mal über Marvel-Serien sprechen. Aktuell läuft ja Loki Staffel 2, uns erwarten ja noch sehr, sehr viele andere Serien und es tut sich ja mittlerweile ein großes Problem auf, was die Marvel-Serien an sich angeht. Über die will ich jetzt einmal sprechen. Dabei müssen wir natürlich auch zum Beispiel über Daredevil Born Again reden. Eine Serie, die jetzt ja erstmal wieder vom Feld genommen wurde und komplett neu gedacht wird, weil hier jetzt auch ein Kevin Feige erkennt, okay, wir müssen Marvel-Serien ganz anders denken. Und was er sich da jetzt vorgestellt hat, klingt für die Zukunft von Marvel-Serien sehr, sehr gut. Deswegen ich eigentlich sehr froh bin, dass sie jetzt hier den Gang zurück machen. Was da jetzt alles passiert, worüber Marvel jetzt neu nachdenkt und was die Probleme vorher gewesen sind, darüber will ich mit euch jetzt hier reden. Dabei wird es natürlich zum einen oder anderen Spoiler kommen. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Daredevil Born Again sollte ja die neue MCU-Serie rund um Matt Murdock aka Daredevil sein. Wir hatten Matt Murdock ja ganz kurz in No Way Home, wir hatten Daredevil und Matt Murdock dann in der She-Hulk-Serie, wir hatten auch einen Kingpin, gespielt von Vincent D'Onofrio, ja auch schon in Hawkeye, und Marvel wollte das hier jetzt hier ganz neu aufziehen. Daredevil Born Again, genauso heißt ja auch einer der ikonischsten Frank Miller Comics zu dieser Figur, und alles, was wir so im Vorfeld dazu gehört hatten, klang ja irgendwie ganz interessant. Charlie Cox, der Schauspieler, der Matt Murdock spielt, hat immer davon geredet, nein, es wird jetzt nicht Staffel 4, weil wir hatten ja Daredevil Staffel 1 bis 3, als das Ganze noch unter Marvel Netflix lief. Jetzt wird das Ganze ja wirklich komplett ins MCU integriert und soll hier dann wirklich auch so eine Art Mini-Reboot werden. Trotzdem soll es aber irgendwie auch angepasst sein an das, was wir von der Netflix-Serie her kennen. Womit wir natürlich irgendwie bei dem Problem sind, weil die Marvel-Netflix-Serien zu Daredevil und Punisher und Co., die waren ja wirklich gigantisch groß, die waren auch brutal, die haben sehr, sehr ernste Themen angerissen. Und hier war ja jetzt auch so die ersten Sorgen, die wir Fans hatten, so, wird es dann noch genauso gut werden wie das, was wir halt von dieser Netflix-Ära kennen? Jetzt kommt Marvel, kommt ein Kevin Feige und sagt, okay, ich cutte dieses ganze Projekt erstmal, ich stoppe das und wir fangen nochmal komplett an. Das heißt, wir bekommen ein Reboot vom Reboot, weil man einfach gemerkt hat, ja, die Marvel-Serien haben ihre Probleme und Kevin Feige will diese Probleme jetzt beheben und fängt mit Daredevil an. Weswegen ich einfach mal sage, dass dieses Reboot vom Reboot wirklich etwas Gutes ist, was nicht nur für die Daredevil-Serie an sich gut sein kann, sondern für Marvel-Serien ganz, ganz weit. Und gerade, wenn man so ein bisschen liest, was bei Daredevil Born Again alles passiert wäre, so, dann ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass Kevin Feige hier gesagt hat, so, das ist nicht das, was wir eigentlich wollten, weil ich habe irgendwie gelesen, dass ein Matt Murdock erst in Folge 4 so richtig überhaupt im Kostüm zu sehen gewesen wäre, dass man da wieder wohl in die Richtung gehen wollte, es wird eine Gerichtsserie, wo ich mir denke, naja, okay, also wenn es so Gerichtsserie wird wie She-Hulk, dann ist es wirklich ganz gut, dass sie hier jetzt erstmal gestoppt haben. Und das Ganze soll ja dann noch 18 Episoden haben, das heißt, hier sitzt man sich ja auch schon mal ran und sagt, wir wollen jetzt Größe erzählen. Und hier sind wir ja denn so erstmal bei den allgemeinen Problemen von Marvel-Serien. Ein großes Ding, was wir ja auch immer wieder hier in Videos thematisieren, ist einfach die Tatsache, dass sie viel, viel zu kurz sind und dass halt auch die einzelnen Episoden unterschiedlich lang sind und man gar kein Gespür dafür bekommt, so okay, wo fängt denn jetzt so die Charakterentwicklung an, wie wird das hier wirklich gut aufgebaut? Da sind wir einfach durch Serien ganz, ganz anderes gewohnt. Und bei Marvel ist dann immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dass es hier dann zusätzlich auch noch auf Charakteren aufbaut, die man vielleicht aus irgendeinem Film kennt, oder noch viel schlimmer, dass es halt sich am Ende anfühlt, als wäre es wirklich nur der Prolog zum kommenden Film oder zum kommenden Kino-Event oder sonst irgendwas. Und dadurch bekommt man halt bei den Marvel-Serien immer das Gefühl, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das haben wir schon von Anfang an irgendwie immer so ein bisschen gemerkt. WandaVision war noch wirklich was, das wir ja, glaube ich, hier alle gefeiert haben, bis wir dann zum Finale gekommen sind und uns gesagt haben, so,
Aber so ein richtiges Finale für eine Serie, wo nicht mal eine Staffel 2 in Aussicht ist, ist das jetzt auch irgendwie nicht. Und das ist halt noch ein zusätzliches Problem. Jede dieser Marvel-Serien, abgesehen jetzt von Loki und What If, die ja auch noch eine zweite Staffel bekommt, ist jede Serie bislang immer ein Einzel-Event gewesen, eine Miniserie. Und Miniserien sind normalerweise anders aufgebaut. Miniserien arbeiten wirklich auf ein Finale hin, geben uns auch in irgendeiner Form eine Art Happy End und haben vielleicht noch zum Schluss so ein kleines, feines Easter Egg. Bei allen Marvel-Serien, die wir bisher hatten, sind die Finalfolgen immer irgendwie sehr viel schwächer als das, was wir vielleicht auch davor hatten. Und da merkt man dann halt einfach, dass die Serien eher darauf ausgelegt sind, dass man sagt, ja, okay, wir bauen mit der Serie etwas auf. Und das geht dann rüber in den nächsten Film. Siehe eine Monica Rambeau, die irgendwo in WandaVision aufgebaut wurde, damit sie jetzt in The Marvels auftaucht. Mit Miss Marvel selbst, Kamala Khan, ist es ja genau das Gleiche. Auch ihre Serie fühlt sich nicht fertig an. Ich mochte die ja wirklich sehr, aber viele haben sie auch einfach nicht gesehen. Aber wenn man denn die letzte Episode guckt, denkt man sich, okay, kommt jetzt Staffel 2 oder wie läuft das jetzt hier weiter? Man bekommt für eine Miniserie halt nie diese Befriedigung, dass man wirklich ein gutes Finale gesehen hat. Und das ist ja allgemein das Problem, was ja dann auch mit diesem ganzen Multiverse zusammenhängt, dass alles irgendwie miteinander verbunden sein muss. Diese Interkonnektivität zwischen Figuren, zwischen Serien, zwischen TV-Events, zwischen Filmen ist zu groß geworden und darunter leiden dann auch eben gerade die Serien. Und jetzt gab es ja letzte Woche diesen Artikel vom Hollywood Reporter, die darauf ja nochmal explizit drauf eingegangen sind, als es eben jetzt um diesen besonderen Fall mit Daredevil Born Again ging, wo jetzt auch gesagt wird, wir wollen das Konzept, was wir jetzt für Daredevil neu erarbeiten, auch auf alle anderen Serien ausarbeiten. Und vieles davon war mir zwar irgendwo so ein bisschen so mit dunklem Halbwissen bewusst, aber jetzt ist es hier quasi nochmal schwarz auf weiß gewesen. Weil im Artikel des Hollywood Reporters wird ganz klar gesagt, ja, alle Marvel-Serien werden immer sofort auch komplett produziert. Das ist ja ein ganz anderer Workflow als das, was man bei Serien normalerweise hat. Da wird eine Pilot-Episode in Auftrag gegeben und wenn die fertig ist, schauen sich die ganzen Executive Producer und alle das an und wenn ihnen das gefällt, dann sagen sie ja, okay, damit gehen wir los. Das beste Beispiel dazu haben wir immer noch mit Game of Thrones, wo ja The Long Night eines der ersten Spin-offs eigentlich werden sollte. Da wurde eine komplette Pilot-Episode gedreht und dann hat man sich doch entschieden zu sagen so, nein, das ist nicht das, wonach wir suchen. Deswegen legen wir das in den Papierkorb und fangen nochmal wieder von vorne an. Bei Marvel hatten wir ja bislang halt immer einfach dieses Problem, ja, wir wollen zu dieser Figur, zu diesem Event eine Serie. Also geben wir direkt eine komplette Serie, eine komplette Staffel in Auftrag. Da gab es nicht, okay, wir testen erstmal eine Episode aus und gucken, ob das uns auch wirklich vom Look her passt, von den Figuren her passt. Nein, man ist sofort direkt in ein großes Projekt gegangen. Dadurch hatte man aber halt auch weniger Leute, die sich wirklich mit Serien auskannten, sondern man ist eher dazu übergegangen zu sagen, ja, okay, ja, du hast für uns schon ein paar Filme gemacht, komm mal her und mach diese Serie. Und Serien, das wisst ihr alle selbst am besten, haben eine ganz andere Narrative, als wir das bei Filmen kennen. Serien müssen sich ja irgendwo auch einfach Zeit lassen. Die haben viel mehr Zeit, Charaktere tiefgründiger auszubauen, können Events viel mehr vorbereiten und dann wirklich groß explodieren lassen. Game of Thrones, House of the Dragon sind da ja wirklich auch tolle Beispiele, die wir in der Vergangenheit hatten. Auch aktuell The Fall of the House of Usher auf Netflix ist für mich wirklich ein perfektes Beispiel, wie Serien erzählen hier funktionieren kann. Und wenn ihr wollt, dass ich zu der Serie ein Video mache, dann schreibt mir das in die Kommentare, weil irgendwie juckt mir das so ein bisschen in den Fingern. Gleichzeitig geht der Artikel vom Hollywood Reporter auch darauf ein, dass viele der Marvel-Serien sich am Ende darauf ausruhen, dass sie ja in der Postproduktion viel ändern können und durch irgendwelche Nachdrehs. Aber das haben wir auch jetzt zu häufig gesehen, dass das nach hinten losgehen kann. Die She-Hulk-Serie hat uns einfach gezeigt, wie das
das dann mit dem CGI und der Postproduktion an sich aussieht. Nachdrehs, die dann irgendwo noch versuchen, eine Szene reinzuquetschen, das zerstört die ganze Dramaturgie, das ganze Erzählerische, was eine Serie ja eigentlich ausmachen soll. Und daran merkt man halt dieses große Problem, was die Marvel-Serien bisher hatten, weil Serien, TV-Serien sind eigentlich autorengetrieben. Sie sind wirklich geschichtengetrieben, das braucht einen guten Arc. Bei Marvel sind, so der Hollywood Reporter, die Marvel-Serien Marvel-getrieben, weil man natürlich einfach gucken muss, oh, womit baut man was, wie, wo auf, welche Figur müssen wir schon mal da haben, damit sie später auftauchen kann, wo packen wir irgendein Easter Egg mit rein. Das ist kein gutes Geschichtenerzählen an sich. Wir brauchen eben Charaktere, wir brauchen spannende Events, die über mehrere Folgen hier aufgebaut werden. Und da haben wir einfach auch bei den schon gesehenen Marvel-Serien zu viele Beispiele, wo wir erkennen, okay, da hätte man so viel mehr draus machen können. Das beste Beispiel für mich ist immer noch Moon Knight, wo man einfach merkt, so, das hätte düsterer werden können, das hätte ernster sein müssen und wirklich auch viel, viel mehr wie das, was sie eigentlich so ein bisschen kopiert haben, nämlich Legion, was ebenfalls eine Marvel-Serie gewesen ist, zu der ich ein Video gemacht habe, das ich hier am Ende nochmal verlinken werde. Wir hatten es auch bei She-Hulk, wo uns versprochen wurde, das wird eine Gerichtsserie wie Ally McBeal, und was wir am Ende bekommen haben, wissen wir alle, das war nichts Tolles. Genau das gleiche mit Secret Invasion. Da war ja einer der Hauptautoren von Mr. Robot beteiligt. Und das heißt, wir hätten ja eigentlich eine sehr, sehr tolle, sehr, sehr starke Thriller-Serie kriegen können. Der wurde dann aber beiseite geworfen, man hat sich andere Autoren gesucht, und das Resultat haben wir dann alle gesehen. Wir haben jetzt irgendwie Emilia Clarke als Gaia, als super-duper Mega-Skrull, die mächtiger ist als alles, wo man sich am Ende einfach fragt, ja, und in welche Richtung soll das jetzt gehen? Was will Marvel damit machen? Und das bringt uns dann jetzt halt an diesen Punkt von Daredevil Born Again. Und nochmal, ich finde es gut, dass Kevin Feige sich jetzt hier auch einfach eingesteht und sagt, wir müssen mit den Serien etwas verändern. Weil wenn man in die Statistiken schaut, merkt man auch einfach, WandaVision und Loki Staffel 1 waren noch die mit am meistgeschautesten Serien von Disney Marvel. Mittlerweile geht es immer weiter und weiter und weiter und weiter runter. Und da will man jetzt einfach gegensteuern, indem man jetzt wirklich sagt, okay, wir behandeln Serien, wie Serien behandelt werden müssen, und wir behandeln sie nicht mehr wie Filme. Und das ist einfach schon mal ein ganz großer Unterschied. Weil bei einem Film hast du 2 Stunden, vielleicht 3 Stunden Zeit, bei einer Serie hast du vielleicht auch mal 8 Stunden Zeit. Wenn du denn auch Serien schaffst, deren Episodenlänge konsistent sind und hier dann wirklich auch Handlung mit reingebracht wird. Gleichzeitig will Marvel jetzt wirklich auf feste Showrunner setzen. Was bedeutet das? Showrunner sind eigentlich diejenigen, die wirklich alles an einer Serie überwachen. Die sind meistens im besten Fall auch noch Autoren, das heißt, sie schreiben auch an den Drehbüchern mit, aber der Showrunner weiß über alles Bescheid, weiß, wohin die Story geht, weiß, wie die Charaktere sich entwickeln und weiß halt auch, wie die Produktion der Serie an sich hier ablaufen muss. Gleichzeitig will man auch mehr darauf setzen, dass diese Showrunner jetzt wirklich Leute vom Fach sind. Das heißt, es sind Leute, die vom Fernsehen kommen, die vom Serienbereich kommen und nicht Leute, die sich bislang nur mit Filmen ausgekannt haben. Und das macht dann wirklich am Ende auch einen großen Unterschied. Weil klar, wir haben auch Filmemacher, die unter anderem irgendwo mal Serien gedreht haben. Ein David Fincher hat mit Mindhunter wirklich eine tolle Thriller-Serie auch produziert. Das funktioniert natürlich auch, aber weil er eben auch einfach die Zeit hatte und die Ruhe hatte, hier alles auch auf mehrere Staffeln aufzubauen. Und das wird ein nächster wichtiger Punkt sein. Marvel möchte jetzt auch ein bisschen mehr daran denken, zu sagen, okay, wir gehen weg von diesen Mini-Events hin zu Serien, die wirklich auch mal 2 Staffeln, 3 Staffeln mehr haben können. Wenn ihr euch mal überlegt, Marvels Loki jetzt, Staffel 2, ist die erste von 9 Serien, die wir haben, die tatsächlich mal eine 2. Season bekommen hat. What If taucht ja irgendwann auch nochmal auf, aber das zähle ich jetzt hier nicht so ganz mit rein, weil das ist ja eine Animationsserie. Aber auch das ist ja wirklich gut. Mittlerweile gibt es ja auch Gerüchte über ein Hawkeye Staffel 2.
Das wäre ja wirklich mal schön, weil dann kann man hier wirklich auch Geschichten mehr aufbauen und halt über einen längeren Zeitraum erzählen. Gleichzeitig will Marvel jetzt auch dazu übergehen, wirklich eher in Pilot-Episoden zu denken. Das heißt, es wird eine Pilotfolge gedreht. Wenn die wirklich allen so passt, dann gibt man erst das Go für eine komplette Staffel. Dafür wird dann auch eine sogenannte Show-Bible geführt. Das bedeutet einfach, dass wirklich ein Konzept aufgeschrieben wird, wohin die Serie geht, warum Punkt A zu Punkt B führt und warum im Finale Punkt C so aussieht, wie er hier jetzt aussieht, damit, wenn unterschiedliche Autoren hier reinkommen, genau wissen, was das Konzept ist. Und das ist einfach wirklich gut, weil bislang hatte man so das Gefühl, das Konzept ist Easter Eggs, das Konzept ist Marvel, das Konzept ist, den nächsten Film aufzubauen. Jetzt geht man hier wirklich zum Grund zurück und sagt, okay, wir wollen Serien erzählen, wir wollen damit Geschichten erzählen und das hier einfach besser und fundiert aufbauen, damit wir dann auch bessere Produkte einfach liefern können. Damit haben wir dann halt auch einfach diesen Punkt erreicht, wo Figuren und Charaktere sich viel besser entwickeln können. Loki Staffel 2, finde ich, zeigt es jetzt schon ja sehr, sehr gut, dass wir jetzt hier einfach mit Loki noch diese Geschichte weiter erzählen. Aber Loki Staffel 2 ist auch ein interessanter Punkt. Weil im Augenblick habe ich so das Gefühl, okay, alles, was in Ant-Man 3 passiert ist, ist jetzt noch gar nicht so groß wichtig. Es baut halt wirklich mehr auf das auf, was wir in Staffel 1 gesehen haben. Und das ist so ein weiterer Schritt, den Marvel denn hier noch eingehen muss, nämlich zu sagen, okay, diese Serienwelt ist wieder so ein bisschen was Eigenes für sich. So wie sie es damals gemacht haben, als wir noch Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. hatten und halt die ganzen Netflix Daredevil-Serien und Punisher und Jessica Jones und was weiß ich nicht alles. Die spielten ja auch im großen MCU, haben ja aber die Stories der Filme gar nicht groß beeinflusst. Und das brauchen wir hier jetzt auch wieder, dass diese Geschichten im Serienbereich einfach für sich stehen können. Klar können die irgendwo mal Verweise haben, es kann mal Easter Eggs geben, es kann auch mal Cameos geben, aber das muss jetzt irgendwie auch aufhören, dass Serie 1 auf Film 2 aufbaut und Film 2 dann wieder zu der nächsten Serie führt, weil das wird zu kompliziert. Und dann will es irgendwie am Ende auch keiner mehr gucken, das merken wir ja jetzt einfach schon, wenn wir, wie gesagt, auf diese Statistik schauen. Deswegen muss ich wirklich sagen, bin ich froh, dass man bei Daredevil Born Again jetzt erstmal auf den Pausenknopf drückt und alles nochmal neu überdenkt, weil am Ende geht es um uns. Wir wollen wirklich Qualität haben, das hat ein Kevin Feige jetzt auch erkannt und will jetzt hier wirklich versuchen, auch Marvel-Serien auf einen anderen Standard zu heben. Und wir haben genügend Marvel-Serien gesehen, die wirklich toll waren und Daredevil war unter anderem eine davon. Wenn Daredevil Born Again nach dieser ganzen Neukonstruktion jetzt wirklich genauso gut wird oder zumindest ansatzweise so gut wird wie das, was wir auf Netflix hatten, dann glaube ich, können wir es alle verkraften, noch so ein bisschen länger darauf zu warten. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass dieses ganze Neudenken von Marvel-Serien jetzt wirklich auch Hand und Fuß hat, dass man das jetzt nicht überstürzt und uns dann einfach wieder Qualität liefert. Wie steht ihr dazu, dass man jetzt hier so einen Neustart wagt? Schreibt mir all eure Ideen und Gedanken, Theorien dazu in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.